So, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer Map-Vorstellung. Diesmal ist es die Mazowiecka Polana, endlich wieder eine polnische Map, beziehungsweise Richtung Ostblock, und ja, die schauen wir uns jetzt mal an. Ich war positiv überrascht, denn das erste, was ich gemacht habe, ich habe die Lok aufgemacht und sie ist fehlerfrei. Ja, sehr schön. Endlich mal eine Ostblockkarte, die auch wirklich fehlerfrei ist. Okay, das hier ist natürlich diese Krisseltexturen, aber gut, das kann man noch ausbessern, das ist nicht das Problem. Hauptsache von Grund auf ist die erstmal fehlerfrei. Ja, hier ist unser Hof, klein, eng, ja, aber das ist ja für so ältere Maschinen, kleinere Maschinen, die Karte, und ja, da müsste das dann funktionieren. Muss man sich halt mal ein bisschen umstellen, ne? Hier haben wir Saatgut, Dünger. Was ist hier? Okay. Wunderbar. Kann man also abladen. Okay, hier ist die Korndusche. Hier ist Kusch. Oh, hier muss man sich tuken, oder wie? Ne, hier kommt man gar nicht rein. Ah, ich bin zu dick. Machen wir hier auf. Hier müssten wir durchpassen. Aber ich denke, das sind die Kühe. Ja, hier kannst du deine Kühe füttern. So. So, hier noch. Ja, jede Menge Unterstellmöglichkeiten, aber klein. Ne? Muss man dazu sagen. Das ist unser Hof. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Lüfte. Das habt ihr euch gewünscht. Das mache ich natürlich, klar. Hier ist der Hof von oben. Wie gesagt, klein aber fein. Also der gefällt mir gut. Wir gucken uns mal das Wasser hier an. Ups. Ja, ist okay. Ist okay. Das ist okay. Gehen wir nochmal hoch. Hier schauen wir mal. Hier ist auch cool mit dieser Unkrauttextur noch auf den Feldern. Das gefällt mir echt gut. Wir können dann gleich mal den Grubber anhängen, gucken, was dann so passiert. Und ja, dann gucken wir mal, was haben wir hier? Achso, nur so ein Dekohaus. Ja. Hat der hier Kollision? Ja. Sehr schön. Sehr schön. Wir gucken mal, das ist die Übersichtskarte. Ja, ob das gut ist oder schlecht ist. Ich finde, dann kann man auch dabei noch fahren. Kann man quasi während der Fahrt die große Karte aufmachen und sieht trotzdem noch vieles. Finde ich so schlecht jetzt nicht. Hier ist das Biomasseheizwerk. Hier, das meine ich, man kann die große auflassen. Hier können wir dann noch Sachen verkaufen. Was genau steht hier, kann ich aber leider nicht lesen. Und dann fliegen wir nochmal hoch. Ab zur Reederei. Eine weitere Verkaufsstelle. Sieht auch sehr cool aus, muss man schon sagen. Das alte Stoppschild mit der Einfahrt. Was steht dann hier? You can wake... Ah ja, hier kannst du dich deinen Anhänger wiegen und Getreide verkaufen. Hier haben wir nochmal eine Übersichtskarte, sehr schön. Also wirklich, die Karte gefällt mir wirklich gut. Hier kann man dann Kartoffeln und Zuckerrüben verkaufen. Hier wahrscheinlich, ja, Stroh verkaufen, auch Ballen. Gucken wir mal weiter. Was kosten denn hier die Felder so? Das würde mich auch mal interessieren. Oh ja, schöne Preise, super Preise. Ja. So, was haben wir hier? You can store your lying mane. Okay. Hier kann man irgendwas lagern. Oder? Verbessert mich, wenn es falsch ist. Und was haben wir noch? Also ich finde, die Karte ist schön klein. Für einen Singleplayer super geeignet. Geile Felder. Hier ist auch noch eine Verkaufsstelle. Hier ist auch der Händler. Vielmehr ist hier nur der Händler, keine Verkaufsstelle, sorry. Und was haben wir hier? Hier ist dann... Genau. Hier kannst du auch Getreide verkaufen. Die Verkaufsstelle meinte ich. Ja, alles in allem eine sehr schöne Map. Lok fehlerfrei. Wir gucken mal in den Traktor. Nachdem wir hoffentlich gut gelandet sind. Jawohl.
So, steigen wir mal ein. Und dann würde ich sagen, nehmen wir uns mal den Grubber. Der stand ja hier hinten. Ja, also ihr seht, es ist wirklich eng hier. Aber das kriegen wir schon hin. Mit kleinen Geräten passt das ja wunderbar hier. Ist ja voll cool. Die Tore muss man dann natürlich auch wieder zumachen. Können wir gleich mal gucken, ob hier eine Kolli drin ist. Ah ja, wunderbar. Das gefällt mir immer. Achso, jetzt gehört uns ja das Feld hier nicht. Aber das hier links gehört uns. Don't try to cheat. Play, ja, richtig. Genau. Sehr schön, ja. Ja, das finde ich einen guten Hinweis. Man soll nicht versuchen, hier zu cheaten, sondern einfach spielen. Und irgendwann wird man dann auch ein erfolgreicher Bauer. Okay, das ist schon die Grubbertextur. Hier ist Flug. Die sieht auch gut aus, ja. Haben wir dann schon irgendwo Getreide im Wachstum? Nee, leider nicht. Okay, aber das macht ja nichts. Das werde ich wahrscheinlich herausfinden, wenn ich diese Karte spiele. Wenn ihr wollt, dass ich die spiele, wenn ihr dabei seid, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Dann starte ich hier eine Let's Play-Reihe, vielleicht auch im Multiplayer, schauen wir mal. Aber ich denke mal, dafür ist die wirklich zu klein. Aber man weiß ja nie. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da oder ein Abo. Würde mich tierisch drüber freuen. Und dann würde ich sagen, hier ist der Forstbereich. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Also bis dann, macht's gut. Tschüss.